Guten Morgen, ihr wundervollen Christuslichter. Und willkommen zu einer, ja, so finde ich, sehr, sehr starken Lektion heute. Auf den ersten Blick scheint sie gar nicht so stark zu sein, aber ich möchte sogar heute mal mit der Lektion beginnen. 262 aus Ein Kurs in Wundern. Vater, du hast einen Sohn. Und er ist es, auf den ich heute schauen möchte. Er ist deine eine Schöpfung. Weshalb sollte ich denn tausend Formen in dem wahrnehmen, was eins bleibt? Weshalb sollte ich diesem einen tausend Namen geben, wenn nur ein einziger genügt? Denn dein Sohn muss deinen Namen tragen, da du ihn erschaffen hast. Lass mich ihn nicht als einen Fremden für seinen Vater sehen, auch nicht als Fremden für mich selbst. Denn er ist Teil von mir und ich von ihm. Und wir sind Teil von dir, der du unsere Quelle bist, ewig vereint in deiner Liebe, ewig der heilige Sohn Gottes. Und das beschreibt so schön das eigentliche Problem. Wir wollen uns erkennen. Wir wollen erkennen, wer wir sind. Und wir können uns nur in unserem Nächsten erkennen, niemals allein. Wir haben mit dem Ego die Besonderheit gemacht. Wir wollten besonders sein. Das ist ja überhaupt die Ur. Diese Uridee, die zu dem Traum geführt hat, wir wollten besonders sein. Das heißt, die Einheit des Himmels war uns irgendwie nicht genug. Es ist so völlig verrückt, das sich vorzustellen, dass das so gewesen sein muss. Aber es scheint so gewesen zu sein, dass alles zu haben und alles zu sein nicht genug war. Es ist völlig, also. Und das war aber ja, ist ja nur so ein Augenblick von so einem Zweifel, der da in unseren Geist, in den Geist des Gottessohnes hereingekommen ist und dann eben diese Unterschiede geschaffen hat. Weil was ist anderes, besonders sein wollen, was ist das anderes als, ich muss mich unterscheiden, ich will mich unterscheiden, ich will anders sein, ich will nicht eins sein. Ich ziehe es vor, viele Formen zu haben, viele Formen zu sehen. Und das Ego ist dann auch voller, ja, da ist dann Action, da ist was los, Einheit fühlt sich langweilig an. Und doch ist es so, dass wir jetzt hier gerufen sind und das immer mehr spüren, dass in der Einheit, im Einssein unser ganzes Glück liegt. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir merken, dass diese Unterschiede, dass das die Trennung ist und dass Trennung das ist, was Leiden ist. Dass das, was wir hier Leben nennen, einen Tod zur Folge hat, dass alles hier ein Gegenteil hat und dass jeder irgendwie anders ist als ich. Das heißt, wir haben Körper über Körper über Körper, über Formen und Formen und Formen, die alle scheinbar getrennt von mir sind. Und dann haben wir dieses, wir können das doch eigentlich kaum verhindern, dass wir vergleichen. Das können wir doch kaum verhindern. Wir können kaum verhindern, dass wir einen Menschen sehen und sofort, das geht doch so ruckzuck irgendwie, ganz schnell so eine Einordnung geschieht. Ne? So, der gefällt mir nicht, hier ist eine Anziehung, hier nicht. Dem möchte ich nah sein, dem nicht. Und dass wir dann auch so ein Schubladendenken kreiert, also nicht kreiert, sondern gemacht haben. Also wir mit dem Ego gibt es ein Schubladendenken. Das heißt, dieses Denken, und das ist so, dass das läuft oft so unbewusst und sowieso automatisch ab, weil das Ego spricht ja immer zuerst, dass wir jemanden sehen. Zum Beispiel, wir sehen einen Mann in Anzug und Aktentasche mit
mit glänzenden Schuhen und ordnen ihn in eine gewisse Richtung ein. Wir sehen einen Mann mit Jeans und Löchern in den Jeans, mit einer Flasche in der Hand, ordnen ihn in eine Richtung ein. Wir sehen eine Frau mit Stöckelschuhen und stark geschminkt und aufgeputzt, ordnen sie in eine Richtung ein. Und so weiter und so weiter. Oder wir sehen, ne? Und das heißt, wir sind doch immer irgendwie dabei. Das ist so subtil, dass wir etwas irgendwie einordnen und uns dann auch daraufhin verhalten. Entweder kommen wir jemandem näher oder nicht, oder sprechen jemanden an oder nicht, oder es gibt diese Gedanken. Und der ganze Kurs geht eigentlich darin, das ist eine, wie so eine Erziehung. Wir werden dahin erzogen, dass wir diese Unterschiede nicht mehr betonen. Ja, das heißt, die Unterschiede, da das Ego ja nun mal zuerst spricht, wird das Ego das auf eine gewisse Weise tun. Das heißt, da kommen diese Dinge. Aber jetzt ist es so, dass die Vergebung sich erinnert, nein, ich will das gar nicht mehr. Ich will keine Einordnungen mehr. Das sind alles Erscheinungen, das sind alles Bilder, die ich gemacht habe. Ja, ich habe alles gemacht, ich habe Kleidung gemacht, ich habe Körper gemacht, die unterschiedliche Formen haben, damit ich mich abgrenzen kann, dann kann ich sie bewerten irgendwie. Aber all das, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir verstehen, dass uns das, dass das unser Leid ist, dass wir daran krank werden und dass wir uns isolieren damit. Denn immer wenn ich jemanden, wir erinnern uns das Gesetz der Liebe, denn alles, was ich über meinen Bruder denke, denke ich, so wie ich über ihn denke, denke ich über mich. Und das heißt, dass wir doch am ganzen Tag sozusagen, wenn ich meinen Bruder beurteile oder ihn irgendwo einordne, tue ich das ja mit einem Teil von mir. Denn wie wir das gestern so schön gehört haben, wir sind ja alle eins. Und Körper scheinen eben die ganzen unser und dieses Einssein zu trennen in aber und aber Trillionen und was weiß ich wie viel Formen. Ja, aber in Wirklichkeit sind wir doch eins. Also das ist alles eine Täuschung. Körper täuschen, Formen täuschen. Und das ist die Falle des Egos, zu vergleichen, Vergleiche. Und immer wenn ich das tue, ich merke das zum Beispiel auch für mich selbst, wenn ich mich in dem Moment, wenn ich mich vergleiche, vor allen Dingen, das habe ich eigentlich an so Tagen, zu mir kommen immer wieder so Zweifel, Selbstzweifel, ob ich wirklich lehren sollte oder dann kommt wirklich auch dieses, ich kann das doch gar nicht. Und zwar, ich kann es ja auch gar nicht. Also ich muss dann zurücktreten. Aber wenn das Ego gerade bei mir auch mal so vortritt, dann sagt das, ich kann das, ich kann es ja auch nicht. Und dann komme ich auch in so Vergleiche hinein. Und wenn ich das tue, dann schwächelt das immer, dann schwächt mich das immer. Vergleichen, grundsätzlich vergleichen schwächt. Ja? Und vergleichen ist immer eine Unehrlichkeit, es ist eine Lüge. Vergleichen ist immer, ich leugne das, was ich bin und das, was mein Bruder ist. Ich leugne, dass wir der eine einzige Sohn Gottes sind. Ja, und dass Unterschiede mein Traum ist. Unterschiede ist das, was ich gemacht habe. Und je mehr ich das tue, die Unterschiede hochhalten und mich auf das Äußere berufe, um einen Menschen einzuordnen, umso trauriger werde ich sein, umso isolierter und einsamer werde ich mich fühlen. Ja, das heißt wirklich, wir sind gerufen über die Form hinaus, über all diese Erscheinungen hinaus, in das zu schauen, was eins ist, wo wir eins sind. Lass mich heute keine Unterschiede mehr wahrnehmen. Und wir haben viele Namen gemacht, so viele Namen. Dabei haben wir alle nur einen Namen, den Namen Gottes. Ja? Und es ist egal, welchen Namen wir hier nehmen, ob wir den Namen Gott selbst nehmen oder ob wir Christus nehmen, ob wir Liebe nehmen oder Frieden oder was auch immer. Darauf kommt es nicht an. Lasst uns den Namen Liebe wählen. Liebe ist unser Name. Licht. Liebe, Licht ist unser Name. Und
Jeder hier, auf den wir schauen, ist, es ist die Kunst, die wir erlernen, über die Form hinwegzuschauen oder durch die Form hindurch, durch diese Illusion des Äußeren hindurch, einfach zu wissen, hier, das ist ein Kind Gottes, genau wie ich. Das ist Christus, die Unschuld, genau wie ich. Das, dahin werden wir sozusagen, das ist unser ganzes Lernen. Ja. Und alleine das, diese Verbindung, dieses sich Verbinden in der Unschuld und in einem Namen, in einer einzigen, das ist gar keine Form mehr, sondern im reinen Geist, der wir wirklich sind. Und das anzuerkennen, das bringt Freude. Das bringt Freude. Und immer wenn wir uns besonders machen, besonders sein wollen, darin liegt keine Ruhe, darin liegt keine Freude, darin liegt immer irgendeine Form, irgendeine Anspannung, ja, ein Stress. Besonderheit ist Stress. Ja, da muss ich ein Bild aufrechterhalten von mir. Und wenn ich nicht besonders bin, dann ist das, dann kann ich, dann fallen die Vergleiche weg und dann kann ich einfach nur entspannen, dann kann ich einfach nur in Frieden sein und mich eins fühlen. Was ist das für ein Stress, besonders sein zu wollen? Ja, und ich kenne diesen Stress. Also ich habe das sehr stark früher auch gelebt, diesen Stress der Besonderheit, ja, indem ich mich aber eigentlich vor allen Dingen auch immer so, ja, dieses Vergleichen, ich kenne das sehr gut. Und es hat, ich habe mich dadurch immer als Außenseiter gefühlt. Also für mich ist es eine große, so eine gnadenreiche Lektion zu lernen, wirklich nicht, dass Besonderheit nicht weder mein wirklicher Wille noch mein wirklicher Wunsch ist. Ich will das nicht. Ich will es einfach nicht mehr. Ich will das Eins sein. Ich will glücklich sein. Und glücklich kann ich nicht in der Besonderheit sein. Ja. Und wir wollen jetzt hier kurz noch in Kapitel 24, Römisch 2, der Verrat der Besonderheit. Und das Textbuch spricht sehr, 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 sehr viel über Besonderheit. Es gibt viele Kapitel, wo über die Besonderheit gesprochen wird. Ja, und dieses ganze Kapitel 24 zum Beispiel ist das Ziel der Besonderheit. Ja, und das ist auch die besondere Beziehung und also und das ist für uns alle Thema, ganz starkes Thema. Und er sagt hier, vergleichen muss eine Einrichtung des Ego sein, denn die Liebe tut es nicht, ne? Das ist eben die Liebe, die Ego-Liebe vergleicht enorm. Also wir müssen hier wieder sehr unterscheiden zwischen das, was wir Liebe nennen mit dem Ego, ja, das ist ja die Besonderheit pur, ne? Die Liebe des Ego liebt meinen Partner, meine Freundin, meine Familie, mein dies, mein das und so weiter. Ja? Aber das ist keine Liebe, weil die Liebe keine Grade kennt. Und Gottes, die Liebe Gottes, da gibt es kein, Gott vergleicht nicht. Gott sagt nicht, du bist aber heilig, du bist aber besonders, dich liebe ich besonders, dich spreche ich heilig und dich, du bist ein Sünder, du kommst in die Hölle. Das ist nicht von Gott. Das jüngste Gericht ist nicht von Gott. Das ist ein Lehren des Ego. Ja? Hölle und Himmel ist Ego, ist Dualität, ist Welt. Das ist nicht von Gott. In Gott gibt es das nicht. Ja? Also Besonderheit vergleicht immer. Und das Streben nach Besonderheit geht immer auf des Friedens Kosten. Das kann nicht anders sein. Und Besonderheit ist die Idee der Sünde, der Wirklichkeit verliehen wurde. Ohne diese Basis ist Sünde nicht einmal vorstellbar. Ne? Was war diese Besonderheit? Ich möchte anders sein. Ich möchte was anderes. Ich will besonders sein. Der Himmel kennt das alles nicht. Unser wahres Selbst kennt das alles nicht. Und dann sagt er hier, du bist nicht besonders,
Wenn du denkst, du seist es und deine Besonderheit gegen die Wahrheit dessen verteidigst, was du wirklich bist, wie kannst du die Wahrheit dann erkennen? Du bist nicht besonders. Ja. Wir sind wert, wir sind alle gleichermaßen wert, weil wir alle von Gott erschaffen sind als eins. Das ist unser Wert. Wir müssen den Wert nicht beweisen. Besonderheit ist auch unheimlich anstrengend, weil es sich immer beweisen muss. Ne? Weil es ja das aufrechterhalten muss, dieses falsche Bild, was es von sich hat oder auch vom Bruder. Und welche Antwort, die der Heilige Geist gibt, kann dich erreichen, wenn es deine Besonderheit ist, auf die du hörst und welche fragt und Antwort gibt. Ihre winzig kleine Antwort, unhörbar in der Melodie, die in liebevollem Lobpreis dessen, was du bist, ewig von Gott zu dir strömt, ist das Einzige, worauf du hörst. Und dieses gewaltige Lied der Ehre und der Liebe für das, was du bist, scheint still und ungehört vor ihrer Macht zu sein. Du strengst deine Ohren an, um ihre unhörbare Stimme zu hören, und dabei ist der Ruf von Gott selbst für dich unhörbar. Du kannst deine Besonderheit verteidigen. Doch wirst du nie die Stimme für Gott neben ihr hören. Ja, wie lange noch wollen wir diese Besonderheit verteidigen? Und ob wir sie verteidigen im Äußeren, im Außen, im scheinbar Außen, dass wir Menschen besonders machen, immer wieder, ja, besonders lieb haben, besonders wenig lieb haben, besonders hassen, besondere Feinde, besondere Freunde, ja. Oder ob wir uns selber besonders machen, besonders wert, besonders unwert, das ist alles dasselbe. Ja. Die besonderen Botschaften, die die Besonderen hören, überzeugen sie davon, dass sie verschieden und getrennt sind. Jeder in seiner ganz besonderen, in seinen ganz besonderen Sünden und vor der Liebe sicher, die seine Besonderheit überhaupt nicht sieht. Die Schau Christi ist ihr Feind, denn sie sieht nicht, auf was sie schauen. Sie sieht nicht, auf was sie schauen und würde ihnen zeigen, dass die Besonderheit, die sie zu sehen glauben, eine Illusion ist. Was würden sie stattdessen sehen, wenn wir die Besonderheit aufgeben? Dieses ganze Streben nach Besonderheit, nach Individualität aufgeben, was würden wir dann sehen? Das leuchtende Strahlen des Sohnes Gottes, der seinem Vater derart ähnlich ist, dass die Erinnerung an ihn ihm augenblicklich wieder einfällt. Und danach sehnen wir uns. Wir sehnen uns nach nichts mehr als nach das. Nach dem leuchtenden Strahlen der Unschuld, die wir wirklich sind. Ah ja, lass uns einen Augenblick darin verweilen und den Heiligen Geist darum bitten: Heile meinen Geist von Besonderheit, vom Streben nach Besonderheit. Heile meinen Geist vom Wunsch nach Besonderheit. Zeige mir, dass Besonderheit die Illusion ist und dass wir alle gleichermaßen heilig und vollkommen und wert sind. Und das allein will ich sehen. Ich will meinen Bruder sehen, wie er wirklich ist. Ich will ihn sündenlos sehen. Ich will keinen Graben mehr zwischen seinem Geist und meinem Geist, zwischen ihm und mir. Und ich will nicht mehr das Fleisch sehen, ja, den Körper, sondern den reinen Geist. Und diese Wahl habe ich ja in jedem Augenblick. Ne? Will ich das Fleisch sehen oder den reinen Geist erkennen? Will ich Schuld sehen? Will ich Trennung? Oder will ich einfach erkennen,
die Einfachheit der Erlösung, dass wir eins sind. Ja. Und Geister sind verbunden. Wenn ich das in mir entscheide, der Bruder wird es fühlen. Ja. Ich will glücklich sein, ich will Frieden haben. Ich will nicht mehr diese ganzen Unterschiede, die ich einst scheinbar wollte. Und ich vergebe mir das. Wir, die wir eins sind, möchten an diesem Tag die Wahrheit über uns wiedererkennen. Das wollen wir wirklich, ja. Wir möchten heimkommen und in der Einheit ruhen, denn dort ist Frieden. Und nirgends sonst kann der Frieden gesucht und auch gefunden werden. Und lasst uns doch einfach mal einen Augenblick nehmen. Und all die Menschen, die uns jetzt gerade so einfallen, all die Brüder, alle, auch Brüder im Fernsehen, Brüder sonst wo, Politiker, egal, Familie, Freunde, alle einfach, alle mal, die uns so einfallen. Einfach mal vorstellen, dass wir gemeinsam in einem Kreis sitzen, uns an den Händen halten. Und es gibt nichts zu tun, absolut nichts zu tun, als einfach nur zu erkennen, dass wir alle gleichermaßen in Gott geliebt sind. Ja, alle gleichermaßen. Und das wirklich anzuerkennen, den Wert eines jeden als Gottes Sohn, als Christus, als mein Erlöser. Ja, und das bringt doch Freude, das bringt Frieden. Ja, lass mich heute keine Unterschiede wahrnehmen. Ja, danke Gott und danke du, heiliger Sohn Gottes, der du bist, eins mit mir. Danke. Sei gesegnet.